Herzlich willkommen im Marco auf unserer Außenanlage im Hamburger Hafen. Mein Name ist Svenja Steffens und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was zu unserer Kompetenzverstellung für Logistik erzählen. Die Kompetenzverstellung für Logistik ist für Geflüchtete gedacht, die den Wunsch haben, in der Logistik bei uns in Deutschland, konkret in Hamburg, arbeiten zu wollen. Die Maßnahme ist eine Kooperation zusammen mit Agentur und Jobcenter und findet an 10 Tagen bei uns im Marco statt. In der Logistik finden viele Menschen Arbeit, weil Logistikbetriebe durchaus Interesse haben, neue Mitarbeiter einzustellen. Für Geflüchtete ist es eine gute Möglichkeit, hier in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und wir versuchen mit unserer 10-Tage-Kompetenzverstellung die Weichen dafür zu stellen, dass Unternehmen in der Lage sind, zu bewerten, was ein Geflüchteter schon kann und wo er vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt bei Ihnen im Unternehmen eingesetzt werden kann. Konkret bedeutet das, dass wir in 10 Tagen die Menschen praktisch testen in verschiedenen Bereichen bei uns auf der Übungsanlage und nach einem ersten Willkommenstag die Kandidaten 8 Tage sehr intensiv bei uns in allen Lagerlogistikbereichen getestet werden. Als Abschluss bekommen alle Kandidaten ihre Themen, die sie bearbeitet haben, mit einer Bewertung durch einen Prüfer der Handelskammer bestätigt auf einem Zertifikat ausgehändigt. In der praktischen Durchführung bedeutet das bei uns in der Kompetenzverstellung, dass wir nach einem ersten Tag, wo die Kandidaten bei uns die Übungsanlage kennenlernen, die Ausbilder kennenlernen, den Prüfer der Handelskammer vorgestellt bekommen, dass wir die Gruppe in 2 Gruppen teilen, sodass wir mit 2 Teilgruppen arbeiten. In der Regel bedeutet das, dass wir eine Sprachgruppe mit arabischem Dolmetscher bedienen und eine Sprachgruppe mit persischem Dolmetscher. Unsere Geflüchteten sind oft in der Lage, schon sehr gut Deutsch zu verstehen, aber bei Fachbegriffen helfen wir mit einem Dolmetscher dann doch gerne nochmal nach. An Tag 2 bis 9 finden jeden Tag verschiedene Übungen, tatsächlich praktischer Art, bei uns auf der Übungsanlage statt. Einen halben Tag wird jeder Kandidat in diesem einen Themengebiet getestet und von einem Prüfer der Handelskammer bewertet dabei. Am nächsten Tag findet eine neue Übung statt und ein neues Themenfeld wird abgearbeitet. Den zweiten Teil eines jeweiligen Tages bekommen die Kandidaten in einem Klassenraum von uns als Coaches Unterricht im Sinne der Arbeitsmarktsensibilisierung für das Thema Logistik in Deutschland. Am 10. Tag der Maßnahme hat ein Kandidat ein Zertifikat erarbeitet, welches alle Themenbereiche der Fachkraft für Lagerlogistik einmal rundum beleuchtet hat. Und er bekommt Bewertungen, wo er sich wiederfinden kann, sodass deutsche Unternehmen einschätzen können, wie ein Kandidat auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit seinen Bewerbungsunterlagen zu bewerten ist. Damit macht es Unternehmen das Ganze deutlich einfacher, einen Kandidaten zu beurteilen, ob er eine Aufgabe, die ihm gestellt werden soll, auch tatsächlich in der Lage ist, diese abzuarbeiten und ob er für eine Position, die vielleicht besetzt werden muss, in Frage kommt. Das Abschlusszertifikat der Handelskammer wird verliehen am 10. Tag und überreicht durch den Prüfer der Handelskammer. Begleitet wird die Übergabe der Zertifikate von uns Ausbildern mit ein paar Worten zu dem Zustand des Kandidaten bzw. wie wir ihn erlebt haben im Unterricht und wie wir ihn auch wahrgenommen haben, wie lernwillig er ist, wie engagiert und motiviert er Dinge und Aufgaben abarbeitet, sodass die Unternehmen, die zu diesem Speeddating eingeladen worden sind, schon gleich ein direktes Feedback von einem quasi 10-Tage-Assessment sehen, wie sich ein Kandidat bei uns auf der Anlage präsentiert hat. Eine gute Möglichkeit für Unternehmen ist das Zertifikat, was in der Regel auf dem Niveau des ersten Ausbildungsjahres zur Fachkraft für Lagerlogistik bewertet, wie gut Kandidaten schon einsetzbar sind. Wenn ein Kandidat in der Lage ist, all die ihm gestellten Aufgaben so auch schon zu bearbeiten, dann sind in der Regel die Unternehmen dankbar dafür, damit sie wissen, den Kandidaten kann ich auch als Staplerfahrer zum Beispiel schon einsetzen. Wenn unsere Ergebnisse im Rahmen der Prüfung ergeben, dass ein Kandidat wirklich gut geeignet ist, um direkt zu arbeiten, dann steht das auch in den entsprechenden Unterlagen und Unternehmen wissen, sie können den Kandidaten einstellen. Dabei rauskommen kann genauso gut auch, dass ein Kandidat zwar noch keine Berufserfahrung in der Logistik vorweisen kann, aber eine gute Eignung hat und eine Neigung hat, diese Dinge schnell zu lernen. Wenn das Ergebnis der Kompetenzverstellung ist, dass ein Kandidat gut geeignet ist, Dinge zu lernen, jung genug ist, das auch tatsächlich umfangreich zu tun, dann macht eventuell auch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder der etwas kürzer gelagerte Fachlagerist Sinn. Auch das kann als Empfehlung
bei der Kompetenzverstellung zurück an die Jobcenter, die weiter mit den Kandidaten anschließend arbeiten und berufliche Wege entwickeln, dabei rauskommen. Wenn ein Kandidat willig ist und schnell lernen kann, aber vielleicht keine 3 Jahre mehr Zeit hat für eine Ausbildung, weil vielleicht auch Dinge schon vorher gelernt wurden, aber hier in Deutschland so nicht umsetzbar sind, dann gibt es Chancen für eine kurze Qualifikation, die in den Job führt. Manchmal braucht es vielleicht nur einen Gabelstaplerschein, manchmal braucht es aber auch ein gewisses Prozessverständnis, um in Deutschland in den Logistikbetrieben Fuß zu fassen. Dort können dann anschließende Maßnahmen für die Qualifikation direkt in den Job Sinn machen, sodass ein Kandidat danach direkt und konkret in ein Unternehmen über eine Qualifikation integriert wird. Selten, aber durchaus manchmal auch der Fall, kommt bei der Kompetenzverstellung heraus, dass ein Kandidat für die Logistik in Deutschland nicht geeignet ist. Dann sind die Vorstellungen eines Kandidaten vielleicht anders oder die fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gehen einfach in andere Richtungen. Dann wird eine neue Richtung überlegt und wir geben den Kandidaten zurück in Richtung Jobcenter und Agentur für Arbeit, damit dort neue Wege entwickelt werden. In den allermeisten Fällen haben aber die Zusammenarbeit mit Jobcenter und Agentur im Vorfeld schon die Kandidaten herausgefiltert, die für die Logistik geeignet sind. Und so sind unsere Integrationsquoten für den Kurs wirklich hoch. Und wir würden uns freuen, da auch in Zukunft weiteren Geflüchteten die Chance zu geben, darüber Fuß zu fassen. Wenn Sie Interesse haben, als Unternehmen von der Kompetenzverstellung in der Logistik bei uns zu profitieren, kontaktieren Sie mich und uns, das Marco, gerne, damit wir Ihnen die Chance geben, am Speed-Dating bei der Handelskammer teilzunehmen bzw. direkt auf Kandidaten zugreifen zu können, die für die Logistik, gerade für den Raum Hamburg, geeignet sind. Wir würden uns freuen.